Moin und hallo zu Hamburg der Tag. Heute ist Dienstag, der 4. Juni und wir kommen direkt zu unserem ersten Thema. Nach der schrecklichen Messerattacke in Mannheim vom vergangenen Freitag, wo ein 29-jähriger Polizist gestorben ist, werden jetzt Forderungen in der Politik und Gesellschaft laut, Täter direkt abzuschieben. Hamburgs Innensenator Andi Grote hat nun vorgeschlagen, schwerkriminelle Ausländer künftig auch nach Afghanistan oder Syrien abzuschieben. Dieses Video von einer Messerattacke auf dem Marktplatz in Mannheim am vergangenen Freitagmittag schockierte ganz Deutschland. Ein 25-jähriger Afghaner hatte bei einer Kundgebung des Islamkritikers Michael Störzenberger ein Messer gezogen und 6 Männer verletzt. Unter ihnen den 29 Jahre alten Polizisten Ruven L., der später aufgrund seiner schweren Verletzungen verstarb. Hamburgs Innensenator Andi Grote sprach bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes am Montag sein Beileid aus. Ich denke, wir stehen alle noch sehr unter dem Eindruck der Ermordung eines jungen Polizisten in Mannheim. Viele sind durch diese Tat erschüttert und schockiert und insbesondere in den Sicherheitsbehörden sehen wir eine, erleben und spüren und fühlen auch selber eine Anteilnahme, die ich jedenfalls so in den letzten 9 Jahren noch nicht erlebt habe. Der 29-jährige Polizist in Mannheim hat sein Leben gelassen, weil er andere schützen wollte, geschützt hat, auch unsere Demokratie geschützt hat. Seit der Tat mehren sich nun Forderungen nach strikteren Abschiebungen ausländischer Straftäter. Innensenator Andi Grote fordert daher die Abschiebung von Schwerkriminellen in nicht sichere Herkunftsländer wie Afghanistan und Syrien. Einen entsprechenden Antrag soll er bereits an die Innenministerkonferenz gestellt haben. Auf Hamburgs Straßen haben wir uns heute einmal umgehört, was die Menschen von Grotes Plan halten. Jeder ist willkommen und jeder soll sich hier wohlfühlen und anstecken und erkennen, dass das eine herrliche Lebensweise ist, die wir hier haben in unserem Land und in unserer Stadt. Man eben nicht verallgemeinert, das finde ich total wichtig, dass man nicht alle über einen Kamm schert und dass nicht die darunter leiden, die eben hierher kommen aus sehr, sehr guten Gründen und wirklich auf der Flucht sind und hier Schutz suchen. Wenn ich bei Ihnen zu Besuch bin und versuche, Ihnen Messer in den Rücken zu stechen, sind Sie nicht begeistert, würde ich mal denken. Und dann würden Sie sehen, dass ich die Wohnung verlasse. Und so sehe ich das auch. Wenn jemand gewalttätig wird und kriminell wird, also ja, das so. Insofern sind wir schon Gastgeber und ich glaube, Deutschland ist auch gerne Gastgeber und fühlt sich da auch verpflichtet, in der Verpflichtung, so zu helfen. Aber wenn die Hilfe missbraucht wird, gibt es keinen Anlass, Leute hier zu lassen, die die Hilfe missbrauchen. Die Mehrheit der Menschen im Land verurteilt die Tat in Mannheim. Nicht so allerdings der Islamist, der sich beim Kurzvideoportal TikTok Imam Mehta nennt. Der Mann, der sich laut dem Spiegel von 1991 bis 2019 in Deutschland aufhielt und zuletzt in Hamburg gemeldet gewesen sei, hat auf der Plattform kurz nach dem Geschehen ein Video hochgeladen, in dem er zum Mord an allen Ex-Muslimen und jedem Islamkritiker aufgerufen hat. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki fordert daher, dass sich alle Politiker und Medien dieses Hassvideo ansehen sollten, denn es ist längst Teil der Realität. Leute, endlich gute Nachricht, dieser Stürzenberger wurde abgestochen. Inshallah bekommt der Junge, der ihn abgestochen hat, die höchste Stufe im Paradies. Ich schwöre bei Allah, ich schicke dir Geld, mein Freund. Ich schicke dir Geld, ich schicke dir Essen, ich trinke dir, ich schicke dir alles. Inshallah passiert das mit Ex-Muslim und mit Ami Arapur. Ne? Dieser Elia Nathan, die soll auch abgestochen werden. Inshallah, jeder Islamkritiker, Digga, jeder, der Islam kritisiert, pa, 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 pa. Messer, Digga, zuf, 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 zuf. Und dieser Türke auch, dieser Türke mit seiner Mütze, mit seiner scheiß Atatürk. Warte ab, du wirst auch noch sehen, du scheiß Dreckstürke. Der Islam, jeder Islamhasser wird kassieren mit Messer, Digga. Ich schon bei Allah, der ist mein Vorbild, dieser Junge ist mein Vorbild, guck mal. Er stecht sogar den Polizei in seinen Hals. Zuf, 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 zuf. Sogar Fatih Yildiz, Vorsitzender der Schura Hamburg, meldet sich nur wenige Stunden nach der grausamen Tat zu Wort. Die Schura Hamburg ist bestürzt von der Nachricht und den schrecklichen Bildern eines gewaltsamen Angriffs mit einem Messer auf Michael Stürzenberger in Mannheim.
Wenngleich wir der politischen Meinung Stürzenbergers nicht ferner stehen könnten, wollen wir mit Nachdruck betonen, dass es auch solche Meinungen auszuhalten gilt. Eine gewalttätige Reaktion ist durch nichts zu rechtfertigen. Wir sind schockiert von der Rücksichtslosigkeit des Täters, verurteilen diesen Vorfall aufs Schärfste und hoffen auf baldige Genesung für alle Verletzten. Dass der Islamismus auch in Hamburg bereits eine Gefahr ist, zeigte sich bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes am Montag. So gibt der Hamburger Verfassungsschutz die Zahl der islamistischen Extremisten mit 1840 an. Dies sind rund doppelt so viele wie vor 10 Jahren. Besonders die Gruppierung Muslim Interaktiv spricht immer mehr junge Muslime an. So kamen zu der letzten Demonstration in St. Georg bereits etwa 2300 Teilnehmer. Es war eine Demonstration, die von einer verfassungswidrigen Organisation verfassungsfeindlichen Organisation organisiert wurde. Und dort gehen dann eher junge Muslime hin, die das einfach erstmal interessant finden. Man benutzt auch das sogenannte Opfernarrativ. Du als Muslim hast einen Nachteil in der Gesellschaft und wir helfen dir. Und die Hilfe kann eigentlich nur darin da aussehen, dass wir ein Kalifat weltweit in das Leben rufen. Ich hatte schon dargestellt, die sogenannten Iftar-Veranstaltungen, also das Fastenbrechen, auch das ist vom Muslim Interaktiv organisiert worden. Auch da sind Nicht-Islamisten natürlich auch, aber nicht nur Islamisten hingegangen, sondern man hat einfach versucht, für die eigene Ideologie an junge Muslime zu appellieren. Und wir haben natürlich auch die eine oder andere Iftar-Veranstaltung mitgehört. Und da wird ganz klar antisemitisch und israelfeindlich argumentiert. Und man kann es so als eine Art Rekrutierungsveranstaltung bewerten. Nun liegt es also an Bundesinnenministerin Nancy Faeser, wie zukünftig mit solchen Straftätern wie in Mannheim umgegangen und weiterhin die Sicherheit in Deutschland gewährleistet werden soll. Bereits bei der Vorstellung der Kriminalitätsstatistik 2023 vor rund 2 Monaten fand Faeser deutliche Worte zu möglichen Abschiebungen krimineller Ausländer und Gefährder. Hier gilt der Grundsatz Null Toleranz. Das bedeutet bei ausländischen Tätern neben den unmittelbaren strafrechtlichen Konsequenzen auch, dass sie Deutschland deutlich schneller verlassen müssen, als es bisher der Fall war. Wer sich nicht an die Regeln hält, muss gehen. Bundeskanzler Olaf Scholz will hingegen am kommenden Donnerstag eine Regierungserklärung im Bundestag zur aktuellen Sicherheitslage abgeben. Ja, das war ein Bericht meines Kollegen Luca Kimmel. Und wir kommen jetzt zu weiteren News aus der Hansestadt im Nachrichtenüberblick. Erneute Vollsperrung auf der A7 am Wochenende. Ab Freitag, den 7. Juni, 21 Uhr, wird die A7 zwischen den Anschlussstellen Heimfeld und Stellingen für 55 Stunden voll gesperrt. Grund hierfür ist der Abriss der Brücke auf der Bauerstraße. Für die Vorbereitungen der Abbrucharbeiten ist die Bauerstraße bereits seit Montag gesperrt. Aufgrund mehrerer Veranstaltungen im Stadtgebiet, darunter dem Motorradgottesdienst sowie dem Rewe Women's Run in der Innenstadt, werden Autofahrer gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Für den Reiseverkehr wird eine überregionale Umleitung zwischen Neumünster und dem Maschener Kreuz ausgeschildert. Die Sperrung soll voraussichtlich am Montagmorgen um 5 Uhr aufgehoben werden. Am kommenden Wochenende vom 7. bis zum 9. Juni findet das 48-Stunden-Wilhelmsburg-Musikfestival auf der Elbinsel statt. Kostenlos und an insgesamt 57 Orten in Wilhelmsburg und auf der Veddel finden sich zahlreiche Veranstaltungsorte dicht beieinander, sodass vieles zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erreichen ist. Musikalisch ist für alle etwas dabei. Ob Rock, Indie-Pop, Ambient, Liedermacher, Rap, Folklore, Punk oder Klassik. Zu finden sind sämtliche Termine auf der Homepage von 48 Stunden Wilhelmsburg. Das im co-kreativen Planungsprozess organisierte Stadtteilfest freut sich über Spenden. Für 5 Euro kann man ein Festivalbändchen erwerben. Die Veranstalter bitten diesmal besonders auch darum, Müll- und Zigarettenstummel fachgerecht zu entsorgen und das Viertel und die Veranstaltungsflächen sauber zu halten. Die Zahl der Arbeitslosen in Hamburg ist erneut leicht gesunken. Nach Angaben der Agentur für Arbeit sind derzeit 87.466 Menschen in Hamburg als arbeitslos gemeldet, 700 weniger als im Vormonat. Zeitgleich wurden zudem mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen aufgenommen. Die steigende Gesamtbeschäftigung der vergangenen Monate zeige, dass die Frühjahrskonjunktur laufe, wenn auch spät, so Sönke Fock, Vorsitzender der Geschäftsführung in Hamburg. Es sei eine gute Botschaft, dass Betriebe weiter Mitarbeiter einstellen und gleichzeitig bestehende Beschäftigte halten. Die Arbeitslosenquote in Hamburg liegt derzeit bei 7,8%. Zudem hat sich die Zahl der Engpassberufe mittlerweile leicht entspannt, von 200 Berufen auf aktuell 183. Die größten Fachkräftemängel gibt es weiterhin in der Pflege, dem Handwerk sowie in der Kinderbetreuung. Im Bereich Hoch- und Fassadenbau sowie in der Luftfahrttechnik hat sich die Lage derweil etwas entspannt. Neue Engpassberufe sind Köche sowie technische Servicekräfte.
Und damit kommen wir zum Sport. Für den Hamburger SV und den FC St. Pauli ist die Saison bereits vorbei und die Profis befinden sich in der wohlverdienten Pause. Doch die Vorbereitungen für die kommende Saison laufen bereits. Beim HSV hat schon der Vorverkauf für die Dauerkarten für die kommende Saison begonnen. Große Nachfrage. Trotz der Enttäuschung über den wiederverpassten Aufstieg in diesem Jahr ist die Treue der HSV-Fans ungebrochen. Der Dauerkartenvorverkauf für die kommende Saison ist zu Beginn der vergangenen Woche gestartet. Bereits wurden mehr als 18.000 der 21.500 Tickets gewandelt. Die bisherigen Besitzer haben noch bis Freitag 18 Uhr Zeit, sich ihre Dauerkarte für die kommende Zweitligasaison des HSV zu sichern. Preiserhöhung. Der Aufsteiger FC St. Pauli muss für die kommende Saison in der ersten Liga die Ticketpreise anheben. Auf der Vereinswebseite erklärt der Kiezclub, aufgrund anstehender Kostenerhöhungen, unter anderem neue personelle und technische Anforderungen für den Spielbetrieb in der ersten Bundesliga sowie tarifliche Anpassung im Sicherheitsdienst, wird es in der kommenden Saison zu einer Preiserhöhung bei Dauer- und Tageskarten kommen. Der Preis für die Dauerkarten erhöht sich um rund 12%, während es bei den Tageskarten eine Erhöhung um 15% geben wird. Wie bisher wird es für Topspiele am Millerntor aber keine Zuschläge geben. Fünfsatzsieg in Paris. Der Hamburger Alexander Zverev hat den Dänen Holger Rune mit 4:6, 6:1, 5:7, 7:6 und 6:2 besiegt und zieht mit viel Mühe ins Viertelfinale der French Open ein. Wie schon in der Runde zuvor musste der 27-Jährige auch im Achtelfinale gegen Rune über die volle Distanz gehen. Erst um 1.40 Uhr Ortszeit konnte Zverev den Matchball verwandeln und zog in die nächste Runde ein. Dort trifft der Hamburger nun auf den Australier Alex de Minaur. Wir haben es gehört, Zverev trifft als nächstes auf den Australier. Der konnte Medvedev in 4 Sätzen aus dem Turnier werfen. Die beiden haben bereits 9-mal gegeneinander gespielt, also Zverev gegen den Australier. 7-mal konnte Zverev die Partie für sich entscheiden, 2-mal sein kommender Gegner. Und morgen wird es dann zur 10. Partie kommen und dann wird sich entscheiden, wer ins Halbfinale der French Open einziehen wird. Jetzt kommen wir noch zu einem anderen Sport, zu Fußball. Der Countdown läuft. Bald findet die Heim-Europameisterschaft statt. Doch sind die HamburgerInnen schon in EM-Stimmung? Wir haben uns mal auf der Straße umgehört. Schauen Sie die EM überhaupt? Was heißt denn das EM? Europameisterschaft. Ach so, nee. Nee, das gucke ich nicht. Also ich bin da leider auch raus, Fußball. Nee. Ich habe einen Sportlehrer als Mann, aber ich bin da raus, sorry. In Spanien. Spanien? Ja, für beide. Das ist auch realistisch eigentlich, ne? Sind wir beide starke Teams. Ja. Ja, er ist Spanier. Ja, ist immer so ein bisschen geteilt, ne? Aber dann doch eher Spanien? Nee, nee. Gleich, 50-50. Nee. Wenn die gegeneinander spielen, auch. Naja, dann schlafe ich ein meistens. Habe ich keine Emotion. Nee, ich schaue hier schon alle Spiele mir an, was Spanien und Deutschland betrifft, ne? Okay. Wir haben das vor, dass wir da immer so ein Event machen, ne? Wenn spannende Spiele sind, da kommen Freunde und wir grillen und was da alles dazu gehört, ne? Ja, ich freue mich. Auf jeden Fall, Deutschland wird das holen. Also freuen tue ich mich, ja. Ich werde auch jedes Spiel gucken wahrscheinlich. Und das mit Deutschland, ich glaube, Deutschland wird zwar weit kommen, aber Türkei wird das Ding schon sich holen. Ich glaube, die Türkei macht das dieses Jahr. Ja, doch. Also ich finde schon, dass eine gewisse Stimmung auf jeden Fall aufkommt. Ich meine, das Spiel gestern Abend hat ja auch schon mal ein bisschen Hoffnung geschürt und ja, ich glaube, es wird eine sehr erfolgreiche EM für uns und hoffe natürlich, dass wir zu Hause das Ding holen. Eigentlich nicht, muss ich gestehen. Ich bin kein so großer Fußballfan. Mir gefallen andere Sportarten besser und als ehemaliger Polizist war ich oft im Fußballstadion und habe da auch mit den Auswüchsen des Fußballs und der Fans viel zu tun gehabt und dahingehend ist es nicht so meine Sportart. Vorfreude, ja, Prognose habe ich keine, lass mich einfach überraschen. Ich hoffe, dass die Saison, also das Turnier besser wird wie das letzte. Ich sag, der Bessere soll gewinnen, auf jeden Fall. Oder? Schaust du die Spiele an? Auf jeden Fall, ja. Wenn ich arbeite, schaue ich auf Handy. Wir haben es gehört, es sind also schon manche in Stimmung, manche eher nicht. Aber es könnte auch noch besser werden, die Stimmung, denn es finden jetzt ja auch schon Test-Länderspiele statt. Deutschland hat ja gestern gespielt, unentschieden gegen die Ukraine. Heute spielt Portugal gegen Finnland heute Abend. Und da wird HSV-Mittelfeldspieler Anssi Suhonen für Finnland mit dabei sein. Die Finnen haben es ja nicht geschafft, bei der EM teilzunehmen. Sie sind in den Playoffs gescheitert. Aber Portugal wird einer als der Mitfavoriten ins Turnier gehen. Es wird auf jeden Fall also auch ein spannendes Testspiel heute werden.
Genau, und uns bleibt damit noch der Blick auf das Wetter. Es war heute ja relativ kalt hier in Hamburg und ich habe gelesen, dass die Schafskälte begonnen hat. Wie äußert sich das denn im Wetter? Es wird kälter bei uns und damit herzlich willkommen zu den Wetteraussichten. Tief Swantje sorgt dafür, dass die Temperaturen in den kommenden Tagen noch ein bisschen nach unten gehen, vor allen Dingen in den Nächten. Die Schafskälte, sie hat kalendarisch begonnen, vom 4. bis zum 20. Juni dauert diese und man spürt sie jetzt so ein ganz kleines bisschen, denn die Temperaturen sind vor allen Dingen nachts jetzt auch deutlich niedriger als in den vergangenen Nächten. In der kommenden Nacht gehen die Temperaturen auf 14 Grad zurück, das ist noch nicht allzu niedrig. Es gibt dazu dichte Wolken und zeitweisen Regen, eine Kaltfront zieht durch und die bringt uns dann eben einen weiteren Schwung Kaltluft, die uns morgen erreichen wird. Anfangs noch viele Wolken, später einzelne Regenschauer. Ab mittags ist es dann durchgehend trocken und es wird auch immer ein bisschen freundlicher. Am Abend ist es sogar klar, Tagestemperaturen bei 17 Grad, 6 von 17 Stunden Sonnenschein sind zu erwarten. Die Folgenacht allerdings, die wird vor allen Dingen in der ersten Nachthälfte sternenklar und dann wird es richtig frisch in der eingeströmten Kaltluft. 6 Grad, die tiefsten Werte im Hamburger Umland, örtlich am Erdboden, nahe dem Gefrierpunkt. Also da ist die Schafskälte wirklich ein bisschen zu spüren. 17 Grad am Tage und wenig Änderung dann beim Wetter in den Folgetagen. Tagsüber 6 bis 8 Stunden Sonnenschein, dazu Sonnenschein, ein paar dichte Wolkenfelder, ein paar kurze Regenschauer. Windig ist es vor allen Dingen am Wochenende und bei den Tagestemperaturen ist wenig Änderung zu erwarten. Der nächste größere Sommeranlauf dann wahrscheinlich erst Mitte Juni. Mit den Aussichten wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und kommen Sie gut durch die Nacht. Wir haben es gehört, es bleibt also erstmal frisch, also lieber dann wärmer anziehen und dann lieber was ausziehen, anstatt dass man friert. Das war's von Hamburg der Tag für heute. Schalten Sie doch gerne morgen wieder ein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss!